Herr Gavronis, ich bedanke mich herzlich, dass Sie trotz der pandemischen Lage, aber natürlich unter Beachtung der Schutz- und Hygieneregeln der Freien Universität Berlin, heute bei uns im Henry-Ford-Bau anwesend sind und Ihren Vortrag über griechische Sprachgeschichte, intralinguale Übersetzung und Sprachideologie halten werden. Sie haben das Wort. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als erstes vielen Dank an die Organisatoren, an den Kollegen Mitros Pechlivanos für diese Einladung hier in Berlin. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute am Internationalen Tag der griechischen Sprache einen Vortrag zu halten. Griechische Sprachgeschichte, intralinguale Übersetzung und Sprachideologie sind die drei Hauptpunkte meines Vortrags. Und wie man schon vermuten kann, geht es um das Verhältnis zwischen ihnen. Ich möchte mit einer kurzen Klärung der Begrifflichkeiten Übersetzung, Sprache und intralingual beginnen, weil sie mehrdeutig sind, sodass die unterschiedliche Vorstellungen evozieren können und teilweise auch in der Fachwelt unterschiedlich gedeutet werden. Übersetzung. Laut dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache heißt Übersetzen, Zitat, einen Text schriftlich oder mündlich in eine andere Sprache übertragen. Zitat Ende. Die Definition ist überaus klar. Das Problem ist allerdings, dass in der Translationswissenschaft bereits in diesem elementaren Punkt die Meinungen auseinandergehen. Die meisten Translationswissenschaftler halten an dieser Definition, beziehungsweise sie verstehen sie rein empirisch. Das heißt, Übersetzung setzt eine 1:1 Äquivalenz zwischen einem sogenannten Ausgangstext, das wäre das Original, und einem sogenannten Zieltext, das Produkt der Übersetzung, voraus. Die meisten gehen also von einer engen Definition der Übersetzung aus, die auch Translation proper, also eigentliche Übersetzung, genannt wird. Auf der anderen Seite gibt es aber Translationswissenschaftler, vor allem im Sinne der funktionalistischen Theorien, die das Wort Übertragung und somit Übersetzung sehr weit auffassen. Nach ihnen umfasst die Übersetzung jegliche Art von sprachlichem Transfer, die einen neuen Text produziert. Das wäre zum Beispiel die sprachstilistische Bearbeitung eines älteren Textes, eine Paraphrasierung, die Kürzung oder Umarbeitung eines umfangreichen Klassikers als Kinderliteratur, die Zusammenfassung der Ilias auf zwei Seiten und vieles mehr. Solange eine Übertragung stattfindet und solange ein Verhältnis zwischen einem Ausgangstext und einem Zieltext existiert, spricht man hier von Übersetzung im weiteren Sinne. Im Kontext der intralingualen Übersetzung wird Übersetzung de facto in diesem weiteren Sinne verstanden. Auch Sprache ist mehrdeutig. Man kann sie beispielsweise auf drei verschiedenen Ebenen erfassen. Erstens auf der Ebene der Diachronie, das heißt der Sprachgeschichte, als ein abstraktes, historisch gemeintes Kontinuum mit einem gemeinsamen Namen, zum Beispiel deutsche Sprache, griechische, chinesische, arabische und so weiter. Hier spricht man auch von sogenannten historischen Sprachen. Vergleicht man allerdings einzelne Phasen einer historischen Sprache, zum Beispiel hier die Übersetzung der Heiligen Schrift ins Gottes aus dem 4. Jahrhundert, und das Deutsche der Gegenwart, also links und rechts, vermutet man, dass der Name durchaus eine Konvention, eine kulturelle, eine historische Tradition oder gar eine sprachpolitische Konstruktion widerspiegeln kann. Man hat zwar einen gemeinsamen Namen, aber diese überdacht aufeinanderfolgende und unterschiedliche Sprachsysteme in der Geschichte des Sprechens. Das heißt, man hat eine sprachliche Kontinuität, jedoch ohne kommunikative Relevanz, die für die Definition eines Sprachsystems grundlegend ist. Zweitens, man erfasst Sprache auf der Ebene der Synchronie, das heißt der jeweiligen Gegenwart, aber dennoch als abstraktes Sprachsystem. Wenn wir jetzt vom Neugriechischen sprechen oder wenn wir eine neugriechische Grammatik in die Hand nehmen, dann befassen wir uns in der Regel mit einer eher idealtypischen Version des Neugriechischen. Wenn wir es so wollen, mit einer Vorstellung, eine Projektion der griechischen Sprache,
Auf diese Ebene ist Sprache noch ein Denkkonzept. Drittens, man erfasst Sprache auf der Ebene der Synchronie, aber dann als konkrete sprachliche Realisierung, das heißt in der Art und Weise, wie sie von den jeweiligen Sprechern in den verschiedensten Kontexten tatsächlich verwendet wird. Das heißt, im Gegensatz zur idealtypischen Version der vorgenannten Ebenen 2 geht es hier um den realen Sprachgebrauch. Zum Beispiel, wie sich ein Dialektsprecher ausdrückt, wie sich zwei Ärztinnen im uns unverständlichen Fachjargon austauschen, wie zwei 15-Jährige in Jugendsprache miteinander kommunizieren, unabhängig davon, ob wir ihre Sprechweise als falsches, fürchterliches Griechisch, Deutsch und so weiter bezeichnen würden. Nun zum Terminus intralingual. Roman Jakobson schrieb 1959 ein kleines Essay über die linguistischen Aspekte der Übersetzung. Dort machte er eine grundlegende Differenzierung zwischen intralinguale, interlinguale und intersemiotische Übersetzung, die trotz Kritikpunkte, trotz ihrer Unvollkommenheit klassisch bleibt. Als interlingual bezeichnete Jakobson die Übersetzung zwischen zwei Sprachen. Hier ersetzt man die sprachlichen Zeichen einer Sprache A durch die sprachlichen Zeichen einer Sprache B. Als intralingual bezeichnete er die Übersetzung innerhalb ein und derselben Sprache. Hier ersetzt man die sprachlichen Zeichen der Sprache A durch andere, vergleichbare Zeichen derselben Sprache. Jakobson fasste diesen Prozess als eine Art Rewriting auf, als ein Wiederschreiben. Als intersemiotisch bezeichnete er den Wechsel von einem semiotischen System A zu einem semiotischen System B, beziehungsweise zu einer anderen Kommunikations- oder Vermittlungsart. Man verwandelt zum Beispiel einen Text in Morsezeichen, in Gebärdensprache, man führt einen Roman als Ballett auf der Bühne auf, man übersetzt eine Alltagsgeste in sprachliche Zeichen, also in Worte oder umgekehrt. Wenn wir jetzt die genannte Mehrdeutigkeit der Begriffe Übersetzung und Sprache auf den Terminus intralingual übertragen und selbst wenn wir die Abgrenzungsproblematik zwischen Dialekt und Sprache ganz weglassen, stehen wir vor dem Problem, dass unter intralinguale Übersetzung mehrere und zueinander sehr unterschiedliche Transferprozesse verstanden werden können. Zum Beispiel die Übersetzung von einer älteren in eine neuere Sprachstufe. Etwa wenn man einen altgriechischen Text ins Neugriechische übersetzt. Die Vereinfachung eines Literaturklassikers für Jugendliche. Die Untertitelung eines griechischen Dialekttextes in einem griechischen Kinofilm. Die Adaption eines Romans als Graphic Novel, zum Beispiel neulich erschienen, Damistikato Walter von Penelope Delta oder Ositianos von Pavitzas. Die Popularisierung eines Fachtextes oder die selektive Vereinfachung eines Fachtextes, zum Beispiel eines juristischen oder eines steuerrechtlichen Fachtextes auf der Webseite einer griechischen Behörde und so weiter und so fort. Um diesen sehr unterschiedlichen Übersetzungs- oder Transferprozessen einigermaßen gerecht zu werden, ist also grundsätzlich zwischen diachrone und synchrone intralinguale Übersetzung zu unterscheiden. Die diachrone intralinguale Übersetzung wäre die Übersetzung von einer älteren in eine neuere Sprachstufe. Die synchrone intralinguale Übersetzung würde hingegen den sprachlichen Transfer zwischen Variationen, Varietäten innerhalb der Gegenwartssprache beschreiben. Das Komplexe und Interessante in der griechischen Sprachgeschichte beginnt allerdings erst jetzt, Wenn wir diesen theoretischen Rahmen verlassen und uns realen historischen Kontexten zuwenden. Die Komplexität resultiert hauptsächlich aus der Sprachideologie der griechischen Sprachgemeinschaft, das heißt aus der Haltung der Sprecher gegenüber bestimmten sprachbezogenen Fragen und Themen. Diese Haltung kann Verschiedenes betreffen, zum Beispiel den Sprachwandel, das heißt die Veränderung einer Sprache im Laufe der Zeit, den Stellenwert der Sprache in einer Gesellschaft, das Verhältnis zwischen sprachlicher Gegenwart und sprachlicher Vergangenheit, das Verhältnis zwischen Sprache und Nation und so weiter. Die Frage lautet also, hat die intralinguale Übersetzung im Griechischen irgendetwas mit Sprachgeschichte und Sprachideologie zu tun? Ich meine ja, weil es in der griechischen Sprachgeschichte mehrere Arten
von diachrone und synchrone intralinguale Übersetzung gibt, die nicht nur den Sprachwandel dokumentieren, sondern auch die Haltung der Sprecher gegenüber diesem Wandel oder die Diskrepanz zwischen Sprachideologie und Sprachrealität. Intralinguale Übersetzungen können also als wertvoller Indikator für sprachgeschichtliche und sprachideologische Fragen bewertet werden. Bevor wir uns aber mit diesen verschiedenen Arten der intralingualen Übersetzungen im Griechischen befassen, ist ein kleiner sprachideologischer Exkurs erforderlich, eine kleine Interpretationshilfe, wenn wir so wollen, um zu sehen, auf was genau diese Arten der intralingualen Übersetzung hinweisen können, wie sie also zu lesen sind. Sprachwandel erzeugt früher oder später einen sogenannten sprachlichen Abstand zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, zwischen sprachlicher Gegenwart und sprachlicher Vergangenheit. Dieser Abstand war im Griechischen in der Zeit um Christi Geburt auffällig. Das rührte unter anderem daher, dass die griechische Literatur um Wissenschaftssprache der klassischen Antike einen enormen sozialen Druck auf die gesprochenen Varietäten ausübte, ihren Wert sozusagen in Frage stellte. Als zwischen dem 3. und dem 1. vorchristlichen Jahrhundert in manchen rhetorischen Schulen eine sprachstilistische Übertreibung zu Mode wurde, der sogenannte Asianismus, formierte sich eine Gegenbewegung, die später Attizismus genannt wurde. Zunächst eher als Hinweis auf die Schlichtheit und die Sachlichkeit der attischen Prosa wurde der Attizismus in den darauffolgenden Jahrhunderten zu einem sprachlichen und sprachideologischen Korrektiv mit sehr weitreichenden Folgen. Zum Beispiel, erstens, das Attische wurde zum sprachlichen Ideal erhoben und man imitierte den attischen Sprachgebrauch des 5. und 4. Jahrhunderten vor Christus. Zweitens, die Gegenwartssprache, vorwiegend die gesprochene, aber nicht nur, wurde stigmatisiert. Man sah die sprachliche Veränderung, also den Sprachwandel, nicht als etwas Natürliches, sondern als Abweichung von einem idealen Zustand und somit als sprachliche Dekadenz, als kulturellen Verfall. Drittens, beide Vorstellungen, also einerseits die Idealisierung des Attischen, andererseits die Stigmatisierung der Gegenwartssprache, hatten zur Folge eine wertende und somit preskriptive Haltung gegenüber der Sprache, so dass man zwischen einem guten und einem schlechten Sprachgebrauch differenzierte. Das hochinteressante attizistische Lexikon von Phrynichos aus dem 2. Jahrhundert nach Christus gibt uns ein klares Bild von dieser preskriptiven und wertenden Haltung gegenüber der Gegenwartssprache. Hier das Beispiel, 2. Jahrhundert. Ich habe einige Stellen hier kopiert. Achten Sie vielleicht auf die Nummer 3 und 6. Wir haben hier die Information im 3. Beispiel, dass die Form mit Chi falsch wäre und die Form mit Kappa, also die klassisch-attische Form, die richtige wäre. Und noch interessant ist vielleicht Nummer 6. Hier haben wir Akmin, also das ist der Vorläufer des neugriechischen Akomi, Akoma. Und es heißt zwar hier Xenophon da Legos im Abwachsen auf Doki Christa, das heißt, man sagt, Xenophon hat es einmal doch genutzt, dieses Akmin. Side filatu lege de ete, das heißt, du musst aber vorsichtig sein, hüte dich davor, eben dieses Akmin zu benutzen, sondern man muss in ete sagen. Die Farben hier sind symbolisch, das heißt, rot steht für Brot, also für den schlechten Gebrauch, und grün steht also für den guten, für das gute Griechisch. Bald verfielen diesem sprachlichen Ideal, man kann auch von Wahn sprechen, auch die christlichen Autoren, zum Beispiel die Kirchenväter, so dass in der byzantinischen Welt trotz Ausnahmen die weltlichen und die kirchlichen Eliten gleichermaßen zunächst ein streng attisches Griechisch oder zumindest eine abgemilderte Version davon als Schriftsprache nutzten. Dieses Sprachverhalten, das heißt, eine antiquierte Sprache aus dem vorigen Jahrtausend als Schriftsprache zu verwenden, wurde umso auffälliger, als der Abstand zwischen gesprochene und geschriebene Sprache so groß wurde, dass man von zwei unterschiedlichen Sprachsystemen ausgehen muss. Das war spätestens im 12. Jahrhundert der Fall, als die sogenannte volkssprachliche Literatur der Byzantiner in Erscheinung trat, die zugleich auch als frühes Neugriechisch aufgefasst werden kann.
Gemeinde Sia Digenis Akritis, Tiptoch, Rodramika-Sammlung, Michael Likas und so weiter. Gerade an diesem Punkt wird das Verhalten der literalen Eliten problematisch, vielleicht sogar etwas absurd. Warum? Meines Erachtens aus drei Gründen. Erstens, weil trotz volkssprachlicher Schriftlichkeit das Altgriechische zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert weiterhin als einzige Prestigesprache eingesetzt wurde. Zweitens, weil man die Grenzen zwischen Altgriechisch und Gegenwartssprache weniger über sprachliche und mehr über soziale Kriterien definiert. Man findet zwar reiche Belege für die begriffliche Unterscheidung zwischen Attisch und Alltagssprache bei den Byzantinern, aber die literalen Eliten empfanden diese teilweise völlig unterschiedlichen Sprachsysteme als soziale Komponenten eines einheitlichen Sprachsystems. Das heißt, als eine Opposition zwischen mündlich ungebildet einerseits und schriftlich gebildet andererseits. Drittens, trotz dieser volkssprachlichen Schriftlichkeit zeigte man kein besonderes Interesse, sich mit dieser Volkssprache auseinanderzusetzen, sie zu erkunden, zu beschreiben oder sich damit zu identifizieren. Ganz im Geiste des Attizismus hielt man also diese volkssprachlichen Varietäten noch für ein niederes, für ein vulgäres, in Anführungszeichen, Produkt, das nur für bestimmte Zwecke und Gattungen gut sein konnte. Etwa ab dem 15., 16. Jahrhundert ändert sich diese Haltung. Die Gegenwartssprache kommt in den Vordergrund. Man schreibt und druckt auch viel in diesem Vulgare und man setzt sich damit auch auf einer metasprachlichen Ebene auseinander. Nicht nur schrieb man in diese Volkssprache, sondern man schrieb auch über diese Volkssprache. Die volkssprachliche Varietät setzte sich als Standardsprache durch und wird auch definitorisch und metasprachlich als etwas anderes, Neues, Gegenwärtiges festgehalten, unter anderem als Kini, also Koine. Ein gewisses Stigma wird diese Koine allerdings noch mehrere Jahrhunderte anhaften. Während dieser Zeit wird Altgriechisch bzw. eine an im orientierte Varietät weiterhin eingesetzt, wenn auch immer seltener. Ein gewisses Revival erlebt Altgriechisch zur Zeit der neugriechischen Aufklärung, aber am wichtigsten wird Altgriechisch erst im Nationalstaat, also etwa ab 1830. In den 1830er Jahren wird beispielsweise Altgriechisch zur Unterrichtssprache in den Grundschulen mit Ausrufezeichen. Es entsteht ein attizistischer Ahnenkult und man fand dieses Sprachverhalten in der Ausformung der Katharevusa als klare Sprachideologie wieder, die im Gegensatz zu früheren Perioden jetzt das Ziel verfolgte, die Sprache der gesamten Sprachgemeinschaft in Richtung Altgriechisch zu steuern. Ich lasse jegliche Details zu neugriechischer Sprachfrage und zu der Glossisituation aus und schließe diesen kleinen Exkurs mit der Information ab, dass diese soziolinguistische Diskrepanz auf dem Papier erst 1976 endete. Überblickt man die griechische Sprachgeschichte von der hellenistischen Zeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, fallen am Sprachverhalten der griechischen Sprachgemeinschaft oder der griechischen Sprachgemeinschaften meines Erachtens drei Punkte. Erstens, ein stetiger Wunsch, die Gegenwartssprache immer wieder in die Richtung des Altgriechischen zu korrigieren. Zweitens, eine diffuse Vorstellung von den eigentlichen Grenzen zwischen Gegenwartssprache und dem Altgriechischen. Und drittens, eine kritische bis ablehnende Haltung gegenüber der Gegenwartssprache. Diese drei Punkte führten zu einer merkwürdigen Sprachrealität. Zwischen dem 12. Jahrhundert und dem Beginn des 20. Jahrhunderts koexistierten immer wieder zwei Schriftvarianten, die aber unterschiedlichen Sprachsystemen angehörten. Das eine Sprachsystem war das Altgriechische oder eine Varietät, die sich grundsätzlich an ihm orientiert hatte. Das andere war die volkssprachliche Varietät, beziehungsweise Varietäten, die sich grundsätzlich an der Gegenwartssprache orientierten. Zwischen diesen beiden Systemen gab es für den normalen Sprachbenutzer keine gegenseitige Verstehbarkeit. Das Resultat dieser Koexistenz war ab einem gewissen Zeitpunkt eine etwas absurde Sprachrealität. Warum? Weil man im Namen der Gegenwartssprache Texte produzierte, die aber von den meisten Sprachbenutzern
nicht sehr verständlich oder überhaupt nicht verständlich waren. Ich komme auf diese Sprachrealität und diese Koexistenz zurück. Nun zu den Übersetzungen. Intralinguale Übersetzungen entstanden in der griechischen Sprachgeschichte zu verschiedenen Zeiten, in völlig verschiedenen und unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten, mit sehr ungleichen Zwecken und mit teilweise auch sehr unterschiedlichen Ausgangsvarietäten und Zielvarietäten. Es handelt sich also um ein höchst heterogenes Korpus. Wenn man es aber etwas genauer beobachtet, bin ich der Meinung, dass man es in mindestens drei kleinere Gruppen einteilt. Auf jede einzelne dieser Gruppen gehe ich jetzt etwas näher ein. Die erste Gruppe umfasst Übersetzungen, die erstens keinen realen kommunikativen Bedürfnissen entsprachen und zweitens in die entgegengesetzte Übersetzungsrichtung gingen. Das heißt, man übersetzte erstaunlicherweise von einer neueren oder verständlichen Varietät in eine ältere oder unverständliche Varietät. Es handelt sich um eine Art Übersetzung, die genau das Gegenteil von dem tut, was man von einer Übersetzung erwartet. Denn in der Regel baut eine Übersetzung eine Sprachbrücke vom Fremden zum Vertrauten. Diese Übersetzungen bauten hingegen eine Sprachbrücke vom Vertrauten zum weniger Vertrauten oder gar zum Fremden. Ich meine, ich nenne deshalb diese intralinguale Übersetzungen Reverse Translations, also inverse, umgekehrte Übersetzungen. Ein typisches Beispiel sind die sogenannten Metavolae der zweiten Sophistik, die in die klassizistische Literatur der Spätantike einzuordnen sind, unabhängig davon, ob sie einen Konflikt oder eine Symbiose zwischen Pagane und christlicher Schriftlichkeit bedeuteten. Die zwei Apollinarii, 3. und 4. Jahrhundert, fertigten mehrere solche Übersetzungen an, die überwiegend nicht erhalten geblieben sind. Der junge Apollinarius paraphrasierte zum Beispiel die Evangelien im Stil der platonischen Dialoge. Erhalten geblieben und am bekanntesten ist die Metavolie, also die Metavolae von Nonnos von Panopolis, eine Übersetzung bzw. Paraphrase des Johannes-Evangeliums. Nonnos übersetzte die einfache Koine des 1. Jahrhunderts nach Christus in ein homerisches Griechisch, das bereits in der vorchristlichen Zeit teils unverständlich war. Hier ein kleiner Auszug. Links haben wir das Johannesevangelium, rechts die Metavolae, also die Übersetzung, die Paraphrase des Nonnos. Also man sieht, das Evangelium wird hier mit dem Glanz des homerischen Griechisch versehen und ist noch heute sehr imposant. Was den normalen Sprachbenutzer angeht, der würde zwar mehrere einzelne Wörter verstehen, die habe ich hier etwas fett markiert, aber meist keinen einzigen Satz. Sehr interessant finde ich hier das Wort Stavrosi. Also wir haben das Verb Stavrono hier und Stavro. Und interessant ist, dass im Verlauf des Textes nicht mehr wiederholt wird, also die Kreuzigung, sondern es wird umgeschrieben. Ich habe hier Rot markiert in drei Zeilen, wie Nonnos versucht eben diese Stavrosi, also das Wort nicht zu wiederholen, sondern eben mit poetischen, homerischen Wörtern zu umschreiben. Ja, also Orthios, Sideroforon, Apogon von Thurateu, Thanatio, Tathis, Tetra, Sigi, Desmo. Also frei übersetzt, man würde stehen eines hölzernen Todes, sterben durch eiserne Bolzen, gedehnt oder gebunden an vier verschiedenen Stellen. Also das wäre die Umschreibung von Nonnos eben, um das Wort Kreuzigung zu beschreiben, hier rot markiert. Eine umfangreichere Aktion war die übersetzerische Tätigkeit des Simeon, genannt Metaphrastis, also Übersetzer, aus dem 10. Jahrhundert. Simeon kompilierte eine Sammlung von 148 agiologischen Texten, also meistens Martyria und Vitae, die er aber sprachlich überarbeitet hatte, also zumindest die meisten von ihnen. Hier waren die sprachlichen Veränderungen nicht so tiefgreifend, denn bereits die Ausgangssprache war oft eine elaborierte Koine, also keine vollsprachliche Varietät. Dennoch machte man sich die Mühe, diese Koine noch mehr zu archaisieren und Elemente aus dem Matischen hinzuzufügen.
Trotz unbekannter Wörter und syntaktischer Zusätze dürften diese Zieltexte zum großen Teil noch verständlich gewesen sein. Simeons Beispiel war jedenfalls entscheidend dafür, wie man von nun an eine Heiligenvita schreiben sollte. Hier auch ein kleiner Auszug. Links sehen wir die sogenannte vormetaphrastische Version und rechts eben die bearbeitete Version durch Simeon. Also ich habe da wieder mit den Farben markiert. Also man sieht, das gelbe Ippen wird eben zu Physin, Aspra wird zu Levkin, Etheorum, das ist der Vorläufer für das neugriechische Thoro, also sehen, und das wird eben zum, wieder ins altgriechische Eoron zurückverwandelt. Noch interessant ist vielleicht hier dieser Einschub, also hier rot markiert, im rechten Text, weil wir haben eine neue Information, einen Zusatz, und wir haben das unpersönliche Ikos, Estin, mit einem ACI. Auf jeden Fall also ein sehr klassizistisches Element. Das neuzeitliche Beispiel des Neoceratokritos ist vielleicht noch aussagekräftig. Dionysius Fotinos publizierte 1818 in Wien eine intralinguale Übersetzung des berühmten frühneugriechischen heroischen Romans Herodokritos. Der ursprüngliche Herodokritos, früher 17. Jahrhundert, war in der Volkssprache geschrieben, also im kretischen Dialekt, und gehört bekanntlich zu den wichtigsten Literaturwerken des frühen neuzeitlichen Griechentums, wurde aber in der Aufklärung oft wegen seiner vulgären Sprache kritisiert. Vulgär im Sinne von unschön, barbarisch, inadäquat. Und nicht nur von Menschen wie Panagiotis Kodrikas, sondern auch von Adamantios Korais. Fotinos gehörte wohl im soziokulturellen Kontext jene Kreise an, die auf der Suche nach einer adäquaten Literatursprache der Nation waren. Wenn so, müssen wir seine intralinguale Übersetzung als klaren Hinweis darauf verstehen, dass Herodokritos, also der ursprüngliche Herodokritos, inhaltlich zwar gut gewesen sei, aber die sprachliche Form eine Korrektur, eine Veredelung in Anführungszeichen bedarf. Neos Herodokritos ist somit als Präludium für Sozios bekanntes Gedicht über die Schönheit unserer Sprache zu verstehen, also über diese Glossis Mastakarli. Der vollsprachige Dialekt wurde also in eine archaistische Varietät übersetzt, eine Art Kathareus der Zeit. Neos Herodokritos wurde 1845 und 1864 wiedergedruckt. Viel gelesen, vor allem in den Fürstentümern Molda und Walachei und sogar ins Rumänische übersetzt. Ich habe hier einzelne Stellen grün markiert, um zu zeigen, also wo der heutige oder damalige normale Sprach, also durchschnittliche Sprachbenutzer jetzt mit welchen Wörtern er Schwierigkeiten hätte. Die drei genannten Beispiele könnten nicht unterschiedlicher sein. Dennoch kann man hier einen gemeinsamen Nenner erkennen. Eine latent kritische bis offen ablehnende Haltung gegenüber der vollsprachigen Varietät bzw. der Gegenwartssprache und den Versuch, diese Sprache aufzuwerten. In der Terminologie des Literaturwissenschaftlers Gérard Genet müsste also das Original eine Stylization erfahren, eine Stilisierung. Vor allem bei Simeon und Fotinos hat man den Eindruck, dass man sich mit dem Sprachwandel sehr unwohl fühlte und ihn am liebsten rückgängig machen wollte, beziehungsweise die Ausgangstexte nicht lediglich übersetzen, sondern eher ersetzen wollte. Intralinguale Übersetzung bedeutet also hier eine klare Abwertung der Ausgangsvarietät des Ausgangstextes. Andererseits oder zusätzlich kann man auch an eine Änderung, hier im Sinne von Verkleinerung der Zielgruppe denken. Man archaisierte die Sprache, weil man sich an ein exklusiveres Publikum richten wollte. Die zweite Gruppe ist meines Erachtens noch interessanter. Sie entsprach realen kommunikativen Bedürfnissen und hing mit der Problematik zusammen, die ich vorhin als etwas absurde Sprachrealität bezeichnete. Hier hat man Texte, die zwar in der unmittelbaren Gegenwart entstehen, aber dennoch schwer verständlich sind und deshalb übersetzt werden mussten.
In dieser Gruppe findet man eine Vermischung zwischen diachrone und synchrone Übersetzung statt. Die byzantinische Welt liefert mit ihren Metaphrasen wieder äußerst interessante Beispiele. Ich nenne hier repräsentativ ein Geschichtswerk aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, die Alexias der Anakomnene. Gemäß den Bildungsvorstellungen der byzantinischen Eliten wurde die Alexias in einer streng attischen Version des Altgriechischen verfasst und richtete sich demnach an ein auserwähltes Lesepublikum. Er sieht allerdings so aus, dass bald ein größeres Lesebedürfnis entstand, sodass man die Mühe auf sich nahm, das attizistische Original in eine verständlichere Varietät zu übersetzen, im 13. oder eher im 14. Jahrhundert. Allerdings nicht gleich in die Volkssprache, sondern in die elaborierte sogenannte Schriftkoine der Byzantiner, die eine einfachere Syntax nutzte, gemäßigte Formen und vor allem zahlreiche Wörter der Gegenwartssprache enthielt. Wieder in der Terminologie von Jeannette war das also eher eine De-Stylization, De-Stilisierung. Ja. Es geht aber nicht um Stil, nicht um eine Bearbeitung von oben nach unten oder von unten nach oben. Das Entscheidende ist hier das reale Bedürfnis der Sprachgemeinschaft nach Verständlichkeit. Diese Art von Metaphrasen dürften eine der ersten bekannten soziolinguistischen Kollisionen in der griechischen Sprachgeschichte gewesen sein. Es ist eine Reaktion auf die Kluft zwischen Sprachideologie und Sprachrealität. Das heißt, sprachideologisch stand den hochgebildeten Eliten frei, jede Art von Sprache zu verwenden, die sie wollten. Auf der Ebene der Sprachgemeinschaft musste aber diese Sprache anderen verständlich sein, um ihren kommunikativen Zweck zu erfüllen. Hier ein Textbeispiel aus der Alexios. Links und rechts haben wir die anonyme Metaphrase aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Ich habe hier die Farben entsprechend notiert. Das heißt, links haben wir dieses attische Stando plus Infinitiv. Das wird eben in Epiasan, also das ist das neugriechische Piano, ja, also Piano, festnehmen. Man sieht dieses Adelphisus, also rein attisch, das wird ins Anipsios übersetzt. Oder das ist recht seltene Ekdimato, also man findet es auch sehr selten in der attischen Prosa, aber das wird dann in die anonyme Metaphrase als Phoveriso, also Phoverison übersetzt. Apembolin, ich kann das fragen, wird zu Polyseis Faxe. Auch im zweiten Paragraph, wir sehen links das unpersönliche Verb chri, das wird in Präponesti übersetzt. Und dann im linken Text, also bei Anakomnene, haben wir das unpersönliche Verb chri mit Infinitiv, also chri katalipin, und in der Metaphrase Präponesti inna Paralavosin. Also wir haben einen Innensatz, der allerdings kein finale Satz ist. Ja. Also es ist einfach die Vuletiki Protasi, also die man auch in der Katharibus als Innensatz sozusagen wandelt. Und interessant ist auch dieses Elepolis, also die Belagerungsmaschine, ja, die einfach in Michanas as Episamen übersetzt wird. Pir Emvalin selbstverständlich als Askafschomen. Auch Texte aus der unmittelbaren kulturellen Gegenwart des modernen Griechenlands fallen in diese Kategorie. Wie man schon vermuten kann, geht es um Texte in der Kachareusa. Und zwar um bestimmte Texte, deren Wert, literarische, praktische, kulturideologisch und so weiter, später in ein großes Bedürfnis nach Verständlichkeit hervorrief. Zum Beispiel Texte, die in den zeitgenössischen Literaturkanon gehören, etwa Roivis, Visinus, Papadiamandis. Bedeutende Geschichtswerke, zum Beispiel Spiridon Trikoupis Geschichte der griechischen Revolution oder Perigopoulos Geschichte der griechischen Nation, Fachliteratur und nicht zuletzt der Wortlaut der griechischen Verfassung, der nach 1976 von der Katharevousa in die Dimotiki intralingual übersetzt werden musste. Bei sogenannten informativen Texttypen haben wir dasselbe Prinzip wie bei den historiografischen Metaphrasen der Byzantiner. Will man einen Text verstehen, muss man ihn auch verstehen können. Bei den literarischen Texten ist hingegen die Sache komplexer. Entweder weil man der Meinung ist oder manche der Meinung sind, dass Katharevousa-Literatur gar nicht übersetzen werden darf, soll, oder weil man im Fall einer Übersetzung mehrere Übersetzungen
möglich sind bzw. erwünscht sind. Die Päpstin Johanna von der Malödorevich, erschienen 1866 in Athen im strengen Katharevosa, wurde beispielsweise im 20. Jahrhundert mehrere Male in Didymotiki intralingual übersetzt. Hier ein Beispiel, links sehen wir die Papissa Johanna, die Päpstin Johanna im Original, rechts die letzte Übersetzung von Demetrios Kalogiris 2005. Und wieder habe ich hier und da das eine oder andere Wort grün markiert, mit dem der damalige oder der heutige Leser eben Schwierigkeiten hätte. Ich halte diese zweite Gruppe der intralingualen Übersetzungen sprachgeschichtlich deshalb für besonders aussagekräftig, weil sie die Grenzen demonstriert, die einem sprachideologischen Verhalten de facto gesetzt werden. Das heißt, man kann theoretisch die Gegenwartssprache so definieren, wie man will, aber man kann nicht erwarten, dass die Sprachgemeinschaft oder die nächsten Generationen dieses Sprachverhalten akzeptieren werden. Derartige intralinguale Übersetzungen sind meines Erachtens ein klarer Indikator dafür, dass man den Sprachwandel nicht einfach so ignorieren kann. Auch hier kann man zusätzlich von einer Änderung, in diesem Fall Erweiterung der Sprache, der Zielgruppe ausgehen, von einer Demokratisierung des Lesevorgangs. Die dritte und letzte Gruppe stellt eigentlich eine Standardsituation dar, die in jeder Sprachgemeinschaft mit längerer Sprachgeschichte vorkommt. Man will zum Beispiel einen Text aus einer viel älteren Sprachepoche, zum Beispiel altgriechische Literatur, in die Gegenwartssprache übersetzen. Sprachideologische Aspekte haben allerdings auch hier die Situation im Griechischen verkompliziert, weil spätestens ab dem 12. Jahrhundert und insbesondere zwischen 1800 und der Mitte des 20. Jahrhunderts die Gegenwartssprache eine Interpretationsfrage darstellte. Immer wieder musste sich die griechische Sprachgemeinschaft mit mindestens zwei Vorstellungen von Gegenwartssprache auseinandersetzen. Für die meisten war das die gesprochene Sprache, beziehungsweise eine an ihr orientierte Varietät. Für andere jedoch eine stark archaistische Variante, die sich variierend nah am Altgriechischen stand. Letztere Gruppe weigerte sich grundsätzlich, die volkssprachliche Varietät als Standardsprache anzuerkennen und betrachtete sie als Soziolekt und Dialekt. Lassen Sie uns einen Moment das Ausmaß dieser sprachsystemischen Koexistenz anhand eines Vergleichs aus dem 16. Jahrhundert sehen. Wir haben zwei Texte, sind beide aus dem etwa 1570-80, das ist 90. Interessant jetzt im linken Text, das habe ich hier auch ein bisschen markiert, also erstmal sehen die Verwendung des altgriechischen Chrome mit Dativ, also man hat immer Dativobjekte hier, eine auch dökydideische Reminiszenz, also hier habe ich grün markiert, weil man sieht dieses Xynindis und Xynachomenis, also man hat die Präposition Xyn, die altgriechische Xyn als Xyn, typisch dökydideisch, mehrere Partizipien im Dativ, auch im Nominativ habe ich hier rot markiert, aber sehr auffällig meines Erachtens ist, ich habe hier türkis markiert, dieser Konsekutivsatz. Also wirklich nach attischem Sprachgebrauch haben wir einen Konsekutivsatz mit der Konjunktion FO, wird das eingeleitet, und statt einem finitem Verb hat man hier ein Infinitiv, das ist Igiste. Ja, also es ist wirklich ein sehr attischer Sprachgebrauch, ja, Mitte des 16. Jahrhunderts. Und rechts haben wir einen Text aus derselben Zeit, die Gott markiert habe ich hier die Rechtschreibkleinigkeiten. Also wenn man dieses Dosses durch ein Epsilon ersetzt und dieses Dinas als Ennas oder Capius sieht, dann man hat einen sehr modernen Text, den heutzutage mehr oder weniger auch so produzieren könnte. Und das sind eben zwei typische Beispiele aus dem Ende des 16. Jahrhunderts im Begriff Gegenwartssprache. Die Problematik der Gegenwartssprache,
die Problematik der Gegenwart. Sprache übertrug sich also auch auf die intralinguale Übersetzung vom Altgriechischen ins Neugriechische. Dieses sehr umfangreiche kulturgeschichtliche Kapitel möchte ich hier mit einigen Hinweisen lediglich andeuten. Man kann mit Nikolaos Ophianos beginnen, Mitte des 16. Jahrhunderts, der sehr programmatisch den Sinn einer Übersetzung vom Alt ins Neugriechische ausschließlich in der Verwendung der tatsächlichen Gegenwartssprache sah. Man kann auf die Zeit der neugriechischen Aufklärung verweisen, in der eine theoretische, teilweise translationswissenschaftliche Diskussion darüber stattfand. Dimitrios Katharzis und Ophitos Zoukas stellen hier die zwei Gegenpole dar. Die Auseinandersetzung kulminierte schließlich im soziopolitischen Kontext der griechischen Sprachenfrage, vor allem zwischen 1850 und den 1950er Jahren. Hier wurde die Übersetzung vom Alt ins Neugriechische auch als Herausforderung empfunden. Und die jeweilige Zielvarietät, also Dimotiki und Katharevousa, musste ihre sprachliche Adäquatheit auch im Feld der intralingualen Übersetzung unter Beweis stellen. Ich lasse die Evangelienaffäre 1901 und die Orestie-Affäre 1903 als Ausnahmeerscheinungen außer Acht, zumal die eigentlichen Hintergründe doch komplexer waren und einen eher separaten Vortrag bräuchten. Hier ein kleiner Textauszug aus der Antigone mit beiden Zielvarietäten. Das heißt, ganz links, Ausgangstext, haben wir das altgriechische Original. In der Mitte, Zieltext 1, Katharevousa, haben wir eine Übersetzung von Gavis, 1860. Und rechts, Zieltext 2, haben wir eine Übersetzung in die Dimotiki aus den 1930er Jahren. Hier könnte man auf viele sprachliche Details, auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten zwischen beiden Zieltexten eingehen. Schließlich kommt es aber darauf an, wie verständlich die Katharevouser Übersetzung für einen griechischen Muttersprachler ohne Altgriechischkenntnisse war. Derartige Katharevouser Übersetzungen fielen letzten Endes oft in die Gruppe 2 zurück. Das heißt, man produzierte einen Text in der Synchronie, der aber übersetzt werden musste. Ich möchte meinen Vortrag mit einer kleinen Überlegung über die Aktualität der vorliegenden Problematik abschließen. Haben dieses sprachideologische Verhalten und die intralingualen Übersetzungen irgendeine Aktualität für uns heute oder geht es nur um einen interessanten Einblick in die griechische Sprach- und Kulturgeschichte? Ich halte beides für überaus aktuell. Erstens, weil wir nach wie vor Produkte dieses Verhaltens haben. Das heißt, Katharevousa-Texte, die wir verstehen wollen, aber nicht unbedingt können. Zweitens, weil die Haltung zur sprachlich-kulturellen Gegenwart bzw. zur sprachlich-kulturellen Vergangenheit immer aktuell ist. Ich erläutere das kurz. Zum ersten Punkt. Als griechischer Muttersprachler, der nicht unbedingt Philologie studieren möchte, steht man vor dem Problem, dass einige Klassiker der neugriechischen Literatur nicht so ganz verständlich sind. Was macht man in diesem Fall? Meines Erachtens gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, man unternimmt nichts nach dem Motto, wer den Text versteht, versteht ihn. Die anderen hatten Pech. Das Problem hat der Leser, nicht der Ausgangstext. Möglichkeit Nummer zwei, man übersetzt diese Texte intralingual, das heißt, man vereinfacht sie, man passt sie an und man bringt die Texte dem heutigen Leser näher. Möglichkeit Nummer drei, man lässt die Texte sozusagen in Ruhe und versucht, die Leser den Texten näher zu bringen. Das heißt, in der Schule, indem man durch sprachliche Anmerkungen, Kommentare, Erklärungen, Teilübersetzungen und so weiter den Text verständlicher macht. Ich möchte hier nicht über Sinn oder Unsinn dieser Möglichkeiten sprechen, sondern auf einen anderen Aspekt hinweisen, der dabei meist untergeht. Trägt man eine Schuld, wenn man als griechischer Muttersprachler diese älteren Texte nicht ganz versteht? Wenn man offen gesteht, dass man Papadiamandis schlecht versteht, ist das natürlich oder ein Eingeständnis für schlechte Sprachbildung und fehlende Sprachkompetenz? Wird einem solchen Eingeständnis Verständnis entgegengebracht oder wird man als inkompetenter Sprachbenutzer hingestellt? Wenn letzteres, haben wir es hier mit einer Situation zu tun, in der die Katharevousa-Literatur über das kulturelle Erbe hinausgeht und als Ziel der muttersprachlichen Kompetenz definiert wird.
eine Situation, in der der durchschnittliche Sprachbenutzer nie dieses ideale Niveau der Sprachkompetenz erreichen wird. Zum Punkt Nummer zwei. In den 1840er Jahren hat der progressive Theologe Rudolf Vamvas die Heilige Schrift ins Neugriechische übersetzt, allerdings in der Kanarewosa. In einer heftigen Auseinandersetzung mit Konstantinos Oikonomou, einem konservativen Theologen, kam die Diskussion auch auf die Sprache. Oikonomous Problem war nicht so sehr die Sprache, es war die Übersetzung an sich und vor allem Vamvas selbst. Aus diesem hochinteressanten Streit möchte ich zwei Stellen zitieren. Um die Übersetzung von in, das dritte Wort, er war, um die Übersetzung von in iton zu rechtfertigen, schrieb Vamvas Folgendes. Tuto to in, ego semerinos elin lego iton, o latinos erat, o gallos ete, o vreos to paristani, o evreos to paristani, me alin tinafoni, etc. Vamvas bezog sich auf das Sprachsystem der Gegenwart und noch konkreter auf dessen Realisierung. Mit moderner Argumentation führte er aus, dass derselbe Inhalt, also die Bedeutung, er war, in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Wörtern wiedergegeben wird, was auch den Sinn jeglichen Übersetzungsaktes begründet. Denn Übersetzung entsteht aufgrund von Alterität, von Andersartigkeit zwischen Varietäten, ganz gleich, wie man diese Varietäten nennt. Oikonomou hingegen antwortete ganz empört wie folgt. Ο ελληνικός λαός έπαυσε ομιλών την γλώσσα των ιδίων αυτού προγόνων και τίνων λοιπόν γλώσσαν λαλούσιν οι Έλληνες την σήμερα. Μήπως διαλέγονται γοτθικά ή τουρκικά. Ο νόμος war also nicht willens oder eher nicht in der Lage, die verschiedenen Ebenen des Begriffs Sprache wahrzunehmen. Er verwendete hier ausschließlich die Definition von Sprache, die wir zu Beginn als Ebene 1 bezeichnet haben, das heißt als abstraktes historisches Kontinuum jenseits von Sprachsystem und jenseits von Sprachgemeinschaften. Vamvas und Oikonomou redeten aneinander vorbei, denn jeder verstand unter Griechisch etwas anderes. Hier stellt sich die Frage, ob dieses aneinander vorbeireden noch aktuell ist, wenn heutzutage in der griechischen Gesellschaft von Kontinuität, kulturellem Erbe oder Sprachgeschichte die Rede ist. Wenn das Altgriechische einerseits als Sprache bzw. als Sprachsystem aufgefasst wird und andererseits als abstrakte Kontinuität oder rettendes Korrektiv für den angeblichen Verfall der Jugendsprache. Ich hoffe, durch meinen Vortrag auf Folgendes aufmerksam gemacht zu haben. Erstens, dass die Begriffe Sprache, Übersetzung und Interlingual mehrdeutig sein können und eine ernsthafte Diskussion darüber diese Mehrdeutigkeit gebührend berücksichtigen sollte. Zweitens, dass die griechische Sprachgemeinschaft etwa seit der Spätantike teilweise eine eigenartige Haltung gegenüber dem klassischen Griechisch und gegenüber der jeweiligen Gegenwartssprache entwickelt. Drittens, dass die intralingualen Übersetzungen uns wertvolle Hinweise auf diese sprachideologische Haltung geben kann. Unter anderem durch drei sehr unterschiedliche Arten von intralingualer Übersetzung. Erstens, diese umgekehrte Übersetzungen, die die Gegenwartssprache korrigieren oder gar ersetzen wollten. Zweitens, die Übersetzungen, in denen Synchronie und Diachronie vermischt wurden, sodass die gedachte Gegenwartssprache in die reale Gegenwartssprache übersetzt werden musste. Und die standardisierten interlingualen Übersetzungen vom Altgriechischen ins Neugriechische, die bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Leser mit der Problematik einer doppelten Gegenwartssprache konfrontierten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Cavonis, ich bedanke mich auch sehr für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag. Ich habe sehr aufmerksam gehört und weil ich das
Arne, wir haben das am Anfang nicht gesagt. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie möchten. Moment, dann beende ich die Übertragung. Sehr schön. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie möchten, auch Fragen zu stellen. Ansonsten möchte ich mich auch nochmal bedanken bei Herrn Karfunis und den Termin, unser Treffen mit einem Vortrag über die griechische Sprache anlässlich des Internationalen Tages der griechischen Sprache in einem Jahr wieder ankündigen für das nächste Jahr 2023. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, gesunde Zeit und alles Gute.